Yes! Get ready! Go, 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 go! So, erstmal herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde und herzlich willkommen, liebe Livestream-Leute, hier bei Hypnos World, den einzigen Sender, der völlig im Chaos versinkt und nur die Fahne der Horde aufrecht weht im Winde der Ewigkeit. Nee. So, jedenfalls, was wollte ich sagen? Mein Vorlog ist draußen, ist hochgeladen, ja. Haben wir auch schon verlinkt hier im Chat hier. Ich glaube, ach so, ich habe Videotipp, habe ich jetzt mal umgeändert, und zwar auf Video, das heißt jetzt tatsächlich Videotipp. Vorher hieß es ja irgendwas mit V-Tipp, aber weil V die Außerirdischen, ist immer so eine rassistische Anmerkung auf meine Spezies und ich finde, das ist nicht gerecht meinen außerirdischen Brüdern gegenüber, und deswegen habe ich das jetzt mal V weggelassen, weil ihr wisst ja, V die Außer, nee, warte mal, wie war das? Nee, so, V die Außerirdischen kommen, ich weiß, ist ein alter Hut, aber kennen nicht mehr viele die alten Hüte. Und merkt man ja beim Filmeraten schon, ja. Viele scheinen da müssen noch, haben Nachholbedarf, Gott sei Dank, bei Hypnos World lernen wir das ja alles. Und hier mal, ich habe mir ein kompliziertes Rätsel für die Trolle ausgedacht. Achtung, es wird kompliziert, ja. Oder ich weiß nicht, ob ich bin später wahrscheinlich bei LoL, da sind mehr Trolle. Bei Counter-Strike sind irgendwie nicht so viele Trolle, macht mich ein bisschen traurig. Aber naja, gut, man kann sie nicht überall haben. Nee, später ein kompliziertes Rätsel. Es heißt 5. Ja, nur so viel schon mal. Sei nicht dran denke, vielleicht vergesse ich auch wieder, weil ich habe zu viele Sachen im Kopf. Also auf jeden Fall, V-Log ist raus, ja, und ihr könnt da mal eingeben. Videotipp 1, da kommt dieser Text. Der kommt auch von alleine irgendwann, aber ihr könnt auch mal, wenn ihr ganz neugierig seid, könnt ihr auch mal eingeben. Video, Ausrufezeichen, Videotipp 1. Im wahrsten Sinne des Wortes heißt es jetzt tatsächlich Videotipp, nicht mehr V-Tipp oder so. V-Tipp hört sich ja fast an wie so eine Spieltechnik im Basketball, oder? V-Tipp. Wenn du V-Tipp kannst, wirst du immer an Korb landen. Du wirst immer an Korb landen. Wie auch, wenn du zum Beispiel manchmal Frauen anbaggerst. Ist fast auch. Aber wenn du den V-Tipp hast, dann passiert es nicht mehr. Dann wirst du auf jeden Fall den Korb nicht gelandet bekommen, sondern du kriegst dann, anstatt den Korb, wirst du wahrscheinlich den, wie sagt man, jetzt hätte ich fast gesagt, den Home Run schlagen wahrscheinlich oder so. Okay, so viel mal dazu. Ich will gar nicht so viel erzählen. Ich könnte jetzt ganz viel erzählen, mache ich das aber nicht. Nö, nö, mal, weil wir wollen ja, ist ja Wochenende. Genau, erstmal genau, das wollte ich auch sagen. Und schönes Wochenende wünsche ich erstmal allen, ja auch für die YouTube-Leute. Denkt dran, bleibt locker, schön geschmeidig, und wir starten erstmal ganz vorsichtig, ganz locker ins Wochenende hinein. Das wird ja noch ein hartes Brot, denn ich versuche wahrscheinlich irgendwo zwischen heute bis morgen Abend, also von heute, von jetzt an bis heute morgen Abend, versuche ich Skyrim schon mal zu starten. Vielleicht wollen wir es jetzt machen? Wollen wir es jetzt starten? Wir starten es nur mal kurz an und gucken, was passiert. Das ist ja praktisch so ein kleines Vorhalten. Nee, das machen wir bei LOL. Machen wir auch bei LOL. Machen wir alles bei LOL. Ist so lullig dann alles irgendwie. Also starten wir es nur mal schon mal an. Ich habe es noch nie gestartet. Mal gucken, was passiert, und dann hören wir wieder auf. Und dann muss ich privat ganz alleine im stillen Kämmerchen, in meiner Gruft, muss ich dann praktisch alles einstellen, installieren, Lautstärke und so, damit die Zuschauer so richtig einen, damit denen so richtig einer abgeht, wenn wir dann losstarten, so richtig so. So richtig. Skyrim. Natalu sagt schon, ja! Starten wir nachher mal kurz. Ich weiß noch nicht, ob wir nachher LOL spielen, ob wir noch LOL-Leute anwesend sein werden. Wenn nicht, spielen wir halt Angler-Simulator oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie so in dem Dreh. Irgendwas. Auf jeden Fall Wochenende. Ey, ist Wochenende. Ja, ich weiß, nicht jetzt hoch die Hände Wochenende. Wir wollen nicht Hans Entertainment. Oder doch, wollen wir Hans Entertainment zitieren? Und ja, los, lass mal ein bisschen frisch machen hier. Ein bisschen was abknallen. Ein bisschen Training machen. Ja, Kniebeuge, Liegestütze, das ganze SWAT-Programm hier. Okay, ich spiele mal eine Runde. Oh Mann, Natalu ist total lolsüchtig geworden. Übrigens, Natalu hat vorhin einen tollen Vorschlag gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir darauf jetzt eingehen sollen. Obwohl, es hat ja was mit Kampf zu tun. Und Kampf ist ja auch praktisch, SWAT wollte ich schon, Kampf ist ja auch CSGO. Natalu hat vorhin den Vorschlag gemacht, ich habe Urlaub. Sie hat den Vorschlag gemacht, mal gegen mich zu kämpfen. Und zwar Einzelkampf. Zum Beispiel könnte man nur auf eine Lane gegeneinander kämpfen, und wer gewinnt, hat halt gewonnen. Also der Verlierer lost halt ab und der Gewinner gewinnt. Ah, das ist ja logisch, Cosima. Was redest du denn da? Ja, Mann, ich wollte es einfach mal sagen. Lass mich da auch mal. Jedenfalls, da meinte ich dann daraufhin, meinte ich zu Natalu, hey, das ist fast so ähnlich wie Soda Poppin. Soda Poppin, der mit seinen, hier, den gibt es ja auch bei Twitch, keine Ahnung, mit seinen 20, 30, 40.000 Zuschauern, der macht ja so, der spielt WoW, macht der PvP immer, ja. Und die spielen aber immer um Gold, wenn du praktisch gegen den, also so als ich das noch ab und zu mal aus Versehen mal gesehen habe, da hat er dann, aber Cosima, du kannst ja gar kein Englisch, ist ja egal, der kann auch Zeichensprache. Jedenfalls,
Hat er denn WoW um Gold gespielt? Ich glaube, Einsätze waren 3, 4, 5.000 Gold oder so, und dann konntest du gegen den spielen. Und das Lustige ist, meine ich auch zu Nathalie, das abgefahren ist, der hat's ja auch, der kann's auch gut. Der hat dann auch öfters gewonnen, ja. Ist nicht so nach dem Motto, den haben die alle so über den Tisch gezogen. Nee. Der hat um Gold gespielt und hat auch oft gewonnen. Also der hat's auch irgendwie drauf, der Vogel. Und voll lustig. Also, die haben noch fette Goldpreise gespielt. Also richtig hier, also nichts sagen wir mal mit 20, 30, 40, 50 Gold oder so. Nee. Also die Einsätze waren auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr so genau. Also mir war als ob so, ja weiß ich nicht, 3.000, 4.000, 5.000 Gold, auf jeden Fall glaube ich 500 aufwärts, also ich glaube, da war nichts mit, ja keine Ahnung hier, 50, 30, 10 Gold, dafür spielt er da gar nicht PvP. Nee, das waren schon da habe ich ja selber noch so gestanden, boah, was für Goldeinsätze, und die gegen die er gespielt hat, die haben auch gesagt, boah, wahrscheinlich wollten die einfach nur mal mit ihnen spielen, so nach dem Motto, scheiß auf die 5.000 Gold, Hauptsache ich habe gegen Soda Poppe mal gespielt oder so, oder halt Werbung für den anderen Stream oder so, keine Ahnung. Und da dachte ich mir, Mensch, tolle Idee, vielleicht können wir das hier auch machen. Also wir spielen bloß nicht WoW, weil ich habe ja WoW im Moment nicht. Wir könnten dann könnten wir, wenn wir WoW hätten, könnten wir auch so PvP-Spiele machen. Also in der Arena da. Und gucken, wer der Bessere ist, ja, so nach dem Motto. Aber gut, im Moment wäre ich ja voll der Bob, weil ich bin ja raus seit Licht ging. Aber wäre eine tolle Idee, so PvP-mäßig die Köpfe einschlagen. Und das Coole ist, vielleicht kriegen wir das ja bei LoL auch irgendwie umgesetzt. So auf eine Lane und mal gucken, wer der Bessere ist. Müssen wir mal gucken, ob wir das bei LoL auch sowas hingebogen bekommen. Wäre eine lustige Geschichte eigentlich. PvP-Kämpfe bei LoL. Das wäre doch mal was. Aus Versehen gesehen. Was? Aus Versehen gesehen? Tornado! Hallöchen, Tornado! Und ich habe was aus Versehen gesehen. Was meinst du aus Versehen gesehen? Was meint Nathalie damit? Das ist ja auf jeden Fall eine lustige Geschichte, oder? Da kann man sich selber mal testen, wie gut man ist. Irgendwie so. Es kommt drauf an. Wahrscheinlich würden manche Champions, wenn man jetzt Champ gegen Champ kämpft, werden wahrscheinlich manche Champions gegenüber den anderen wahrscheinlich irgendwie einen Vorteil haben, denke ich mal. Da muss man dann mal sehen, ob man überhaupt so eine Kämpfe machen kann überhaupt. Ob das irgendwie. Aber ich finde die Idee ganz lustig irgendwie. Mal was Frisches, was Neues. Nicht immer nur, jeder geht auf seine Lane, dann machst du halt dein Fünfer-Game so, zack, zack, bumm, fertig. Man kann auch LOL, man kann noch mehr aus LOL machen. LOL ist doch noch mehr als nur das Normale. Man kann auch kreativ mal sein, was sagt man. Ja, und nicht, dass man so immer so eingestaubt ist irgendwie. Das hast du gesagt. Meinen die damit? Achso, erst hat Tornado Moin Moin gesagt und dann das hast du gesagt. Verstehe. Ich habe irgendwie den Anschluss gerade verpasst. So, ich starte erstmal. Ich starte übrigens, das Counter-Strike ist jetzt noch nicht gestartet. Ich wollte extra für die YouTube-Leute von ganz von vorne mal wieder starten. Ist doch mal was, oder? Zumindest so der Plan. Bestimmt wird es ja ganz laut sein, dann müssen wir es wieder runterregeln und dann geht es so langsam los. Wir können ja kurz mal eine kleine Warm-Up-Runde hier im Trainingslager machen, oder? Aber nur eine kleine. Sonst kommen wir nicht wieder zum Spielen. Nur eine kleine. Geht's jetzt los? Los. Oh, das war laut. Das ist laut. Das war laut. Machen wir gleich nochmal auf runter. Was haben wir das jetzt letzte Mal gehabt? Ich mach mal auf. Ja, gute Frage. Aber mal gucken, wie der Geigerzähler ausschlägt. Warte mal, wir machen mal auf 40. Schauen wir mal, wie der Geigerzähler ausschlägt. Sag mal ja. Scheint nicht so. Achso. Lass mal, ich kann mich nicht erinnern, aber da habe ich was aufgeschrieben. Ich schreibe das jetzt mal immer bei den ganzen Spielen auf und dann werden wir sehen, wo wir lauter machen müssen. Ich denke mal, das ist die beste Strategie. Warte mal. C. S. Go. 40. Schauen wir mal. Und wenn es zu leise ist bei der Videoaufnahme, dann werden wir ein Stück lauter drehen, denke ich mal. So machen wir das jetzt immer. Dann werden wir bei allen Spielen das immer aufschreiben. Dann wissen wir genau, wo wir lauter drehen müssen. Ja, so machen wir es. Ja. Okay. Bam, bam. So haben wir das. Das. Schnickschnack, schnickschnack. Na, 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 na. Jetzt weiß ich, warum die in diesem Film, wenn die mal so eine Weste haben, warum die mal so machen. Ich mach das auch andauernd jetzt schon. Das liegt an der Weste, Leute.
Ja, das ist nicht cool oder so, das ist die Weste. Man ist durch diese Weste so cool. Also man macht diese Bewegung durch diese Weste irgendwie so. Okay, ab in den Kampf. Okay. Da, erstmal Training kurz. Das wird hart. Vorhin wollte jemand über Beziehungsprobleme sprechen. Beziehungsprobleme ist immer so eine Sache, wisst ihr ja. Am besten ihr heiratet und macht ein Kind, dann geht's erst richtig los. Vorher ist nur Kinderspielplatz, aber danach, wenn ihr anfangt zu heiraten und Kinder bekommt, dann wird's interessant. Oh, er geht da voll ab, ey. Na, guck mal da, da ist einer. Wenn ich den jetzt anschieße, geht's los. Diddle, diddle, hä? Ihr wartet auf mich, hä? Warte mal. Aber wenn ich schon den ersten Schuss machen soll, dann mache ich aber einen Headshot für meinen ersten Schuss. Guck. Jetzt geht's los. Warte mal, nee, ich bin noch nicht bereit. Warte noch mal, wartet doch mal jetzt hier, Mann. Ich bin noch gar nicht bereit. So, jetzt. Wo? Wartet doch! Ich bin noch, ich hab gerade... Dreierschuss. Voll die Wand getroffen. Schieß die Wand tot. Oh Mann, ich fange ja schlecht an, ey. Ich bin, oh wei, bin ich schlecht. Ich hoffe, du stöhnst hier. Und Cosima, versuch mal mit dem Zielfernrohr schon auf Schulterhöhe zu bleiben. Genau, ich muss auf. Brustschuss. Püdeli, püdeli, pü. Jetzt werde ich langsam warm. Erstmal, ich versuche erstmal mit meinem Fadenkreuz die Höhe aufrechtzuerhalten. Mal die Höhe aufrechterhalten. Als Quake- und Doom-Spieler bin ich das gar nicht gewöhnt, die Höhe aufrechtzuerhalten. Da ist man gewöhnt, dass die Gegner aus allen Richtungen kommen. Aber bei Counter-Strike gibt es ja praktisch nur eine Ebene, theoretisch gesehen. Außer die springen gerade durch die Lüfte oder so. Nun, den habe ich aber gar nicht abgeschossen. Der hat sich, Herr Schiedsrichter, der hat sich fallen gelassen. Der hat sich fallen gelassen. Ein Kopfhörer. Hat grün oder blau? Okay. Ey, kaum geh ich mal einshoppen, da fängt ja alle am Amok zu laufen hier.
Hause! Venus, Hallöchen, Venus. Schulter, Schulterschuss. Treffer, Kopfschuss. Zu nah. Muss von Weitem treffen. Von nah ist zu einfach. Von Weitem muss ich treffen. Der war gut vom Weiten. Der war gut. 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 War gut. War gut, nicht gut. War gut. War gut. 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 Killer! Läuft und läuft und läuft und läuft. Das ist ja was wie eine Waterbatterie, Mensch. Ah ne, Duracell. Seid ihr Duracell-Batterien oder was? Und läuft und läuft und läuft und läuft. Das ist ja fast die Big Bang Empire hier. Boah, Brustschuss. Kopfschuss her. Junge, Junge. Läuft. Gleichmäßig atmen, gleichmäßig atmen. Von nah an, nicht? Ja. Ich muss die Augen des Tigers bekommen. Doppelschuss! Hinterkill! Ja! Besser, ich werde besser. Ja, blöd. Nicht mit der Waffe rum. Nicht mit der Waffe rummachen. Gezielte Schüsse. Ja. Ein grünes oder ein blaues Red Bull trinken. Okay, reicht. Bin warm gespielt. Okay, Mann, jetzt bin ich warm. Jetzt bin ich heiß! Okay. Na, 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 na.
Das spielen wir Deathmatch, Punkte machen. Hauen wir sie alle um, klatschen sie alle weg. Klatschen wir sie alle weg, hossa, hossa, klatschen wir sie alle weg, hossa, hossa, ho. Wahrscheinlich wird das nicht so werden, wer denn, die werden nicht, denn ich werde sterben, ich sterbe, sterbe, sterbe. Das war falsch. So ist jetzt, aktiviert. Tod, der todbringende Feind kommt uns entgegengelaufen. Und dann töten wir ihn. Ja, Mann. Muss ich so. Ja, right, Mann. Lass mich raten, das zwei. Das hätte ich nicht gewusst. Planted. Bombe planted. Ich plante euch gleich die Bomben, sage ich euch. Da, 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 da. Oh, wo gehe ich hin? Rechts, links, rechts, links. Erstmal hier. Halt. Wie voll? Ach so, soll ich zu den Terroristen oder was? Kann ich dich übernehmen? Komm, ich übernehme dich. Ich übernehme dich. Du bist jetzt ein Hypno. Du bist ein Hypno. Gerade ist das Deathmatch voll. Ich komme nicht rein. Die lassen mich nicht mitspielen. Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn, loszugehen, rumzusterben. Ey, du klaust Waffen. Ich will auch mitspielen. Aber wahrscheinlich die letzten Ball. Terrorists win. Wahrscheinlich muss die Bombe erst rauf hochgehen. Get ready. Jetzt. Oh Mann, ey. Ey, das hatten wir noch nie, die ganze. Sag mal, bin ich in irgendeinem Match oder sowas? Bin ich in irgendeinem Match oder so? Ich hab doch Deathmatch gemacht. Wo bin ich denn hier drinne? Wo bin ich denn hier gelandet, sag mal? Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Nice to meet you. Ah, das ist kein Kollege. Was? Friendly Fire? Alright. Warte, ich sag dir was. Sag mal, was spiele ich denn hier? Ich wollte doch irgendwie Deathmatch machen. Wow, du hast alle tot gemacht, du. Du hast alle tot gemacht, ne? Smoke. Smoke? Du hast deine Magazine. Ich geb dir Rückendeckung, alright? Was ist das jetzt für ein Spiel? Ich hab doch. Was spiele ich hier, sag mal? Ich spiele doch Deathmatch. Let's go, let's go. Was ist mit mir los? Ich verstehe jetzt nur, ich verstehe die Welt gerade nicht. Ich spiele doch Deathmatch. Nicht jeder gegen jeden? I'm throwing a flashback. Grenade. Was ist hier komisch? I'm throwing smoke. Hey Kollege, du schläfst Kollege, guck mal hier. Was ist hier eigentlich los? Was ist hier eigentlich los? Autsch! Oh nein, der stand genau neben mir. Der stand genau neben mir, Mann. Der stand genau neben mir. Was ist denn das hier? Session Scratings. Ey, der hat ein anderes Bild, der hat so ein Bild gehabt. Was ist hier? Ey, der hat gerade so ein Bild gehabt, so ein Gratings-Dingsbums. Das sah ja geil aus. Kann ich auch sowas haben? Ich will auch sowas haben. Was ist hier eigentlich los, ey? Ich spiele doch Deathmatch. Ich verstehe gerade die Welt irgendwie nicht. Ich spiele doch Deathmatch. Ich verstehe gerade die Welt nicht.
bin wieder da. We have arrived. Oh. Ich darf nichts mehr kaufen. Na, wenigstens. Oh nein, was habe ich jetzt? Jetzt habe ich irgendeine Waffe bekommen. Was ist hier eigentlich los, Mann, ey? Was ist hier eigentlich los? Ich raff überhaupt nichts. Ey, mein Tattoo ist noch da, Gott sei Dank. Ja, great, great. Und ich muss aufs Töpfchen. Nein! Ah, scheiße, scheiße, aua! Was ist das hier? Was ist hier eigentlich los? Hä? Oh Mann, ich fühle mich gerade wieder total unbeholfen. Hm, komischer Leck. Ich will doch, ich wollte Deathmatch machen. Ich meine, das macht auch Spaß. Mir ist das egal, ob ich kann was töten oder so. Scheiße, die sehen den gar nicht. Ey, ihr habt den gar nicht gesehen hier. Scheiße. Was ist denn hier los, Mann? Ist irgendwie so ein Event oder sowas? Oder keine Ahnung, was los ist. Ist jetzt im Deathmatch irgend so ein Event? Oder was ist, oder ist das normal, bei der weil ich auf der Terroristenseite bin oder wie? Oder was? Ich verstehe die Welt immer noch nicht. Kann man noch eine Weste kaufen? Autsch! Yes. Grenade! Decoy! Smoke! We shall smother our enemies! Smoke! Da war's, was. The world is ours. I'm throwing a grenade. Bomb has been planted. Bomb has been planted. Dann ging die Bombe hoch, ist doch klar, weil GPF mal wieder Counter war. Herrlich. Wir sind die Ruler vom Dienst, Skiller von Natur, unser Fehler. Wir verlieren. Fleisch weg! Mein Tattoo ist weg! Ich hab voll Angst. Ich hab voll Angst, Leute. Warum hab ich jetzt Angst? Warum hab ich denn jetzt Angst? Ich bin Horde, Mann! Was schießt du denn da immer? Auf was schießt du denn? Du hast die Bombe auch hinten. Du solltest vielleicht, du hast gerade was verloren. Wo sind denn die alle immer? Die rennen alle mal durch die Gegend hier. Den habe ich gemessert, den habe ich gemessert. Ein wahrer Killer braucht nur ein Messer. Terroristen gewinnen. Hey, was war eigentlich jetzt hier gerade los? Remember this day, my friends. Hat jemand eine Truhe bekommen? Cool, Mann.
Ja, keine Ahnung. Da mache ich da halt mit. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Das ist es wohl geworden, oder? Ich habe null, warte mal, ich habe keinen abgeschossen? Doch, ich habe doch einen gemessert gehabt. Stand da gerade null Treffer? Ich habe doch einen gemessert gehabt. Oder nicht? Doch, ich habe da einen gemessert. Gerade irgendwie so ruhig. Ich bin ein Geist! Wow, voll die Truppe. Und wo bin ich? Ich will auch mitspielen. Wow. Jetzt bin ich bei den. Bin ich bei den Guten, oder? Ja, ich bin bei den Guten. Ich wollte doch bei den Terroristen sein. Deploying Flashbang. So, ich werde mal meine Übungswaffe nehmen. Flashback! Flashback! Nein, lass drauf das Ding! Mach wieder rauf, schraub's wieder rauf! Mein Zielfernrohr ist nicht da. Oh nein, ich habe kein Ziel. Schreck mich doch nicht so, Mann. Mann, ich habe kein Zieldings. Ich habe kein Zieldings. Was hier alles. Oh, guck mal, hier hat eine schöne Waffe fallen gelassen. Jetzt ist abgestürzt. Oh nee. Aber ich habe kein Zielding. Ah, ich muss ganz raus. Scheiße. Ich habe ja gar kein Ziel. Schade, Mann. Ich habe ja kein Zieldings. Ich meine, ich kann auch ohne schießen. Ich bin ja Pro. Schade, Mann. Jetzt kann ich mal nachvollziehen, was ich da gemacht habe. Ach so, offiziell. Ich war bei offiziell. Was ist denn offiziell? Beschreibung bei Spielmodus. Steigen Sie frei in Spiele mit den Regeln des Gelegenheitsspiels ein und aus. Kaufen Sie mit verdientem Geld. Freundschaftsschuss aus. Gelegenheit? Offiziell. Ich glaube, ja, ich hatte ja gar kein Deathmatch. Gelegenheitsspiel. Ich hatte Gelegenheitsspiel gemacht. Freie Spiele mit den Regeln des Gelegenheitsspiels ein und aus. Kaufen Sie mit verdientem Geld jede Runde neue Waffen und gewinnen Sie die Runde, indem Sie in anderen Themen, in dem Anforderungen erfüllen. Cool. Dann mache ich Gelegenheitsspiele, oder? Dann spiele ich mit richtig Spielern, also. Ich mache dann so eine Art Wettkampf oder sowas wahrscheinlich. Cool, Mann. So mache ich das wieder, oder? Ja, Mann. Let's roll. Gelegenheitsspiel. Dann spiele ich was Richtiges. Also nicht nur jeder gegen jeden töten, sondern man spielt was Richtiges mit Bomben und so. Das macht mehr Spaß, glaube ich. Aber nur rumtöten gegen eine. Irgendwas. Cool, Mann, dann spiele ich wahrscheinlich, ja, mit Bombe legen und so. Denke ich zu jeden Fall. Ja, zeig mein Visier wieder. Achso, jetzt nur die. Kaufen wir keine Waffen, Leute? Achso, ich darf wahrscheinlich selber kaufen. Wahrscheinlich bin ich unabhängig von denen. Warum darf ich das nicht kaufen? Oder ist das Geld für uns alle? Ist das Geld für uns alle oder für mich alleine? War ich das jetzt? Oh, da ist noch einer. Treffer. Jetzt du! Achso, Aufwärmphase. Mist, ich dachte, ich sammle schon Punkte, Mann. Das ist nur die Aufwärmphase. So ein Mist aber. So unfair heute war im war im Gegnerteam. Hey, nun warte mal, ich lese gerade den Chat, Mann. Hast du nicht gesehen, dass ich am Chat lesen war? So unfair hat es. Du musst dich gleich erstmal töten, deswegen, weil er mich beim Chatlesen gestört hat. Störe eine Frau niemals beim Chatlesen, ja? Niemals beim Chatlesen eine Frau stören, sonst wirst du nämlich getötet. So, weißt du was davon. Zu zwei Spielen scheint zumindest Stand 2 auf 10 sein will. Was? Mal so. So, und hatte
Gegner im Team, der seit 2010 zu spielen scheint. Zumindest stand 2010 auf einmal richtig immer so auf Bot, bitte. Was? Einmal nicht immer so auf dem Boden, bitte. Ich versuche mein Bestes. Ich übe da noch. Ich bin doch praktisch noch Holz hier. Nein, meine Waffe. Ich muss eine Waffe kaufen. Ich kann nichts mehr kaufen. Na, Mann, ich kann. I'm throwing smoke. I'm throwing smoke. Okay. Oh, jetzt leckt es. Jetzt leckt's. Jetzt leckt's gerade. Ah, jetzt. Was sind denn die jetzt alle? Oh, da schreibt jemand auf Englisch. Da schreibt jemand auf Englisch, dass er mich lieb hat, glaube ich. Move it, move it! Move it, move it! I like to move it! Move it! Ah, die perverse Stelle wieder. Da weiß ich noch, da bin ich dreimal dran gestorben an dieser Stelle. Ah ne, das war eine andere Stelle. Ach Mist, den hätte ich töten können. Mist, den hätte ich töten können. Das hat der den getötet. Das war gemein. Den wollte ich doch töten. Da habe ich den getötet. Danke. Ah, von hinten. Oh, leck gerade übel am... Oh, der war das gewesen. Hat mir in die Knie geschossen. Da muss jemand gebannt werden, kann es sein? Und Schuss! Ja, er hat da noch irgendwas hingeschmissen. Eigentlich muss ich Lulu machen gehen. Terrorist win! Er hat einen Rückenschuss bekommen. Aber er lebt noch. Come on, let's go! Come on, let's go! Smoke! Smoke! Ich schmeiße mir die Klamotten durch die Gegend. Oh, habe ich was tot gemacht? Ein Replay. Das war ja geil. Schade, ich habe mich so doof angestellt. Ach Mensch. Ach Mann, ey. Schade. Jetzt gucke ich wieder zu. Ist ja doof. Schade, Mensch. Wem gucken wir zu? Nils. Wir gucken Nils zu. Und jetzt leckt's wieder. Ist ja nur noch einer vom anderen Team. Irgendwie scheint die Terroristengruppe ganz schön gut zu sein, glaube ich. Und die haben alle eine Kalaschnikow. Der hat eine Kalaschnikow.
Oh nein, ich habe die Bombe. Ihr könnt mir doch nicht die Bombe geben. Seid ihr denn des Wahnsinns? Ach, ich wollte doch mal eine andere nehmen. Habe ich jetzt die Bombe? Ich habe die Bombe, Leute. Hallo. Ich habe die Bombe. Ihr müsst mich beschützen. Ich bin das Bombenmädchen. Die mit dem Röckchen. Ja, und so. Das liebe, brave Bombenmädchen. Oh, 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 oh. Scheiße. Tessa. Ah, Scheiße! Ah, Mann, ich hatte die Bombe, Mann, ich hatte die Bombe, ich hab die Scheiße! Ratte. Ja, so ein Pro gewesen, der hat mich tot gemacht. Scheiße, Mann. Ich hatte die Bombe gehabt, Mann. Ich hatte noch die Bombe. Oh. Mist. So ein Mist, Mensch. Schade, Mensch. Da liegt meine Bombe, oder? Das ist meine Bombe. Da liegt meine Bombe, glaube ich. Oder? Ist das meine Bombe? Ja, bestimmt. Scheiße. Mann. Hat er doch die Bombe gehabt. Let's go, let's go! Ah, nehmen wir mal die AWP. Kalaschnikow. Die Kalaschnikow. Nee, da oben ist mir mal zu riskant. Geh jetzt mal da lang. Scheiße, hab ich mich verraten. Jetzt hab ich mich verraten, dass ich da bin. Great. Great. Renn nicht, junger Adler, renn nicht so weit nach vorne. Flieg, junger Adler, flieg. Oh, ich habe aber auch auf den geschossen. Scheiße, Mann. Mal Wiederholung. Na, oh, der hat mich so leicht tot gemacht, ey. Der hat mich so leicht tot gemacht. Hat der mich leicht tot gemacht? Mann, Mann, Mann. Aber ich habe auch auf den geschossen. Die schmeißen schon wieder ihre Waffen umher. Eine Minute noch. Komm, wir können ja mal durch die Kameraden schießen gehen. Das kann man ja alles. Ja, nun wieder. Der ganz coole. Töte sie alle. Töte sie alle. Was waren die denn da? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der böse Mann. Der hat sogar eine Maske auf. Junge, Junge, sieht ja voll geskillt hier. Oh shit, die haben die ganze Einheit aufgeraucht. Die haben mir die ganze Einheit aufgeraucht, Mann! Die haben die ganze verdammte Einheit aufgeraucht. Nehmen wir mal die. Gehen wir lang? Gehen wir hier lang.
Ach nee, war ja hier wieder. Hier ist immer so dramatisch zum Sterben und so. Und es leckt gerade wieder. Mist. Na, es leckt. Wenn es leckt, dann sollte ich ja immer kurz warten. Dann sieht man aber niemanden. Man sieht doch aber so niemanden. Die schießen nämlich alle durch die Wolken hindurch. Dann bleibe ich lieber weg. Nee, dann gehe ich lieber weg. Ihr macht mir zu viel Nebel da. Dann gehe ich lieber wieder weg. Shit. Seht ihr? Der kam genauso angeflogen wie bei meinem Training. Der kam genauso wie bei meinem Training angeflogen und hat mich einfach erschossen beim Fliegen. Wie im Training. Das war gerade wie im Training, ey. Noch ein Terrorist lebt. Wo ist er denn? Wo ist der Terrorist? Da ist er. Ja, nun wieder. Jetzt sind es nur noch zwei. Halt durch! Luke! Luke heißt der. Jetzt ist nur noch eins gegen eins. Jetzt könntest du gleich noch die Bombe blenden. Er hat ja sogar noch eine Brandbombe. Er hat noch 10 Sekunden. Jetzt muss er die Bombe. Na, bloß wir schaffen das noch. Das schafft der andere nicht mehr, oder? Da ist er. Ah! Geile Sache. Luke! Luke! Deine, die Macht ist mit dir, Luke! Luke hat es geschafft. Die Macht war mit ihm. Coole Sache, Luke. Dadurch haben wir jetzt wieder einen Euro mehr in der Tasche. Let's go! Ja! Luke hat uns den Hintern gerettet, kann man sagen. Wo gehen wir denn hin? Bin unschlüssig. Ich gehe mal da oben lang. Das war irgendwie witzig. Nicht. Aber trotzdem, ich muss mich der Gefahr stellen oder so. Na 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 na. Muss da wieder jemand gebannt werden, der mit weißer Schrift schreibt und so? Ja, müssen wir da wieder jemanden bannen? Hab ich den getroffen? Wart ihr das jetzt beide oder war ich das jetzt? Das sind die auch bei mir. Plague und Superado. Oh, ouch. Ich sehe aber nichts, wenn du da hinter mir. Und wir haben Flashback. Bombe has been planted. Wer hat überhaupt die Bombe? Hast du die Bombe nehmen? Oh. Es leckt wieder. Das Sex stehen bleiben. Flashback! Grenade! Planting! Oh, Bombe ist geplantet, oder? Musst du mich so erschrecken? Ich hätte dich beinahe erschossen. Scheiße. Hallöchen alle Neuen. Kann ich mir eine Weste kaufen? Let's go, my friends. Warum kann ich mir eigentlich nie eine Weste kaufen? Verstehe ich nicht. Ey, ich hab eine Brandbombe. Coole Sache, Mann. Ich hab eine Brandbombe. Wo guckst du denn da hin? Da oben ist aber nichts. Smoke! What? Smoke? Wo? Na, wie geht's? Na komm, lass uns Stress machen.
Mist, leckt. Es leckt wieder. Ach, jetzt. Da kommt irgendwo was. Irgendwo kommt was. Oh, hast du mich erschrocken? Meine Doofheit, meine Doofheit, hätte ich bloß nicht das Messer gezogen. Ey, aber der war auch nicht so gut. Oh, doch, der hat so eine bunte Waffe. Wenn der so eine bunte Waffe hat, ist der bestimmt gut. Ich habe keine bunten Waffen. Meine Waffen sind leider nicht bunt. Ich habe nur normales Arbeitswerkzeug. Hm? Ja, Mann. Ich habe ein rostiges Messer, das kann ich dir durch die Kehle ziehen. Hm. Ein altes, rostiges Messer kann ich dir durch die Kehle ziehen. Nice Headshot. Schade, dass es bei dir etwas leckt. Ja, das sagst du, da sagst du ein wahres Wort. Schade, dass es manchmal so leckt. Schade, schade, schade. Da muss man halt das Beste draus machen, oder? Boah, der hat den gerade umgenietet, kann man sagen. Ja. I'm planting the bomb. Alright, planting the bomb. Wieso haben die anderen gewonnen? Wir haben doch die Bombe geplantet. Hä, warum haben die anderen denn gewonnen? Die Bombe ist doch gerade geplantet worden. Let's go, my brothers. Mein Bruder. Warum kann ich denn die Weste nicht kaufen, Mann? Ey, Mann. Dann gib mir mal die Igel. Und gib mir mal noch was zum Bum-Bum machen und so. Ich brauch was Bum-Bum. Bum-Bum-mäßiges und so. Jo. Oh, Flashback. Wurde. Oh, Mann! Mann! Im Normalgame hat man die Weste immer. Funk! Zurück! Ich muss auf Töpfchen, Mann! Warte mal, setz mal einen Timer jetzt. Wir machen einen Timer auf noch 30. Wie spät haben wir es jetzt? 20, machen wir noch 30 Minuten und dann, dass ich mal ein Zeitgefühl habe. So, Timer laufen muss. Und los. Lass mal einen Timer laufen. Flieg, junger Adler, flieg, junger Adler. So. Von hinten erschossen. Hinterhältig! Mikus, oder? Mikus ist hinterhältig. Wie viel Leben? Oh, 1-1. Ist das Lex wieder? Das ist die Bombe. Er hat die Bombe, er hat die Bombe. Bombe has been planted. Also, läuft. We must move. Move, move, I get to move it. Move it! Ich hab mal die nehmen, die hat mir bis jetzt immer ganz gut getan. Kann ich, warte mal, noch irgendwas Granatenmäßiges? Rauchbombe, Rauchbombe. Ja, Rauchbombe, komm. Kann ich was anderes kaufen? Was ist das? Granaten. Ja, na mit. Was ist das hier? Ein Köder. Ja, einfach mal ausprobieren. Und mal den Kopf. Oh, schade. Throwing fire. Was habe ich jetzt? Was ist das? Smoke. Eine Granate irgendwo geflogen? Nico, jetzt auf.
Was war denn das? Dann mal das hier. Gut, warte doch mal. Ich habe gerade was für. Ich wollte doch was schmeißen, Mann. Ich wollte doch was schmeißen. Und Mann, was war denn dieser komische Knallercracker da, den ich da geschmissen habe? Selbst mein Böller bei Silvester knallt mehr, Mensch. Was war denn das, ey? Vogelschreck war das jedenfalls nicht. Das war auf jeden Fall kein Vogelschreck. Scheiße, ich bin schon wieder tot, Mann. Ich wollte da auch mitmachen, Mann. Mann, du hast aber ein langes Ding. Du hast aber ein langes Rohr. Du bist ja tierisch bewaffnet. Wir Terroristen brauchen eigentlich nur ein Messer. Mach ich mal ein Dings noch rein. Let's go! Bleib locker, Mensch! Blendgranate und hier Feuer. Feuer ist immer schön. Hohe explosive Granate. Ne, die ist langweilig. Und eine Rauchgranate. Ich will auch eine Rauchgranate schmeißen. Ich will auch noch auch mal eine Rauchgranate schmeißen. Das ist schön. Feuer ist schön. Feuer ist schön. Mann, ich wollte doch mein Feuer sehen. Ich wollte doch mein Feuer wenigstens sehen. Siehst du, das hast du davon. Jetzt bist du tot gegangen. Weil er mich getötet hat, hat sich mein Kollege tot gemacht. Das hast du nun davon. Oh, yeah. Junge, Junge, Junge. Barbarian, warte mal. Barbarian? Wir haben bei uns auch einen, der heißt so ähnlich. Barbarian. Das ist aber nicht unser Barbarian. Auf jeden Fall hat der mich gerecht. Und der hat die Bombe. Scheiße, der hat den Druck gemacht. Der entschärft die Bombe jetzt. Der entschärft die Bombe jetzt. Scheiße, scheiße. Los, ein Terrorist ist noch ein Terrorist da oder nicht? Scheiße, das hat er jetzt nicht. Mist. Mist, Mist, Mist. Oh, jetzt kommen die anderen Kollegen. Scheiße. Bombe ist defused. Scheiße, Mann. Oh, ich hab die Bombe. Dann gewinnen wir. Dann gewinnen wir, Leute. Ach, was da war? Wir gehen auf B. Damit rechnet keiner. Jetzt leckt es. Ah, oh, es leckt. Scheiße. Immer auf zu lecken, es leckt gerade. Da kommt einer. Jetzt wieder auf A. Und alle denken, ich gehe auf B. Ich hab die Bombe. Ich hab die Bombe geblendet. Ich schieße auf mich, ich bin unschuldig. Ich habe die Bombe geblendet. We shall rule the day.
Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin, Kollege? Deine Waffe ist so klein. Du hast aber eine kleine Waffe, weißt du das? Aber mit Zielfernrohr. Wollen wir ein Foto machen? Der war eiskalt. Der war eiskalt. Der hat sich nicht beirren lassen. Trotz meines Messers hat der nicht mal eine Miene verzogen. Ein eiskalter Mörder. Ich liebe A. Ich auch mal schießen kurz. Achtung, ich renn rüber. Gib mir Deckung. Ja. Was, jetzt schon? Wo denn? Aber auf B wahrscheinlich, oder? What? Yeah. Was habe ich? Wie viel habe ich denn? Ich habe 11. Ich habe ja 11. Warum habe ich 11? Kills. Ich habe 11 Kills. Ja, Mann, ich habe 11 Kills. Ja, ich bin ja Platz 3. Ich bin Platz 3, Mann. Ich bin ja Platz 3. Der eiskalte AFK-Mörder. Ich bin Platz 3, Mann. Yeah. In unserer Truppe waren voll die Überflieger. Die anderen haben 11, 10, 10, 10, 11. Und wir haben 22, 15 und ich. Ja, genau, Mann. 22, 15 und ich. Mhm. Obwohl ich gar nicht so planlos durch die Gegend gerannt bin, habe ich irgendwie 11 getötet oder so. Öffne die Kiste bitte. Ich habe keine Kiste. Was denn für eine Kiste? Für die Kiste brauchst du, glaube ich, auch welche Schlüssel oder so. Case Opening. Kann ich doch gar nicht. Ich habe doch gar keinen Schlüssel für sowas. Was für ein Schlüssel überhaupt? Was für eine Kiste überhaupt? Von was redet ihr? Bin ich das? Nee. Und wenn ich es nicht bin, warum bin ich nicht? Ach so, ich habe wieder mal noch so mitgemacht oder so. Bombe has been planted. Wieso, habe ich was bekommen? Ich kann ja keine... Ich habe was bekommen. Waffenkiste, Gamma. Ja, aber dafür braucht man Schlüssel. Kann ich leider nicht aufmachen, Leute. Doch, gerade bekommen. Du bist doch voll im Internet am Abgehen. Was sagt er? Du bist doch voll im Internet am Abgehen. Erstmal bestätigen. So. Oh, die kann man vielleicht so aufmachen oder so. Na, 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 na. Die kann ich, glaube ich, kann ich die so nehmen, oder? Hier steht was mit 2. Wenn wir zusammen losspielen. Auf den Verkaufen Gegenstand öffnen. Die kann man bestimmt nicht so öffnen, oder? Mach jetzt die mal da auf. Genau, Schlüssel kaufen. Dafür musst du einen Schlüssel kaufen. Und das haben wir ja nicht. Kostet 2,40 Euro ein Schlüssel. Tadam. Und hier, der kostet auch. Bam. Hört mal her. Genau. Und der da genauso. Genau. Also alle Schrott, die Kisten. Die Kisten sind alle Schrott, dafür muss man Geld leider ausgeben. Die kriegen wir nicht kostenlos. Sie benötigen einen Kistenschlüssel. Gamma. Um diesen. Genau. Können wir also leider nicht öffnen. Da, 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 da. Also sind die Kisten für uns, also die Kisten sind auf Deutsch gesagt, für uns sind die Kisten also langweilig, kann man sagen. So. Zack. Können wir noch ein Spielchen machen. Mach mal wieder Gelegenheitsspiel. Gelegenheitsspiel. Ich müsste aber erstmal kurz mal aufs Töpfchen gehen. Wir nehmen aber gerade auf. Total blöd. Dann würde ich sagen, dann beenden wir hier erstmal die Aufnahme. Wir beenden erstmal die Aufnahme. Und dann gehe ich so aufs Töpfchen, dann mache ich noch ein Spielchen schön. Wenn du Glück hast, können da 100 Euro Sachen drin sein. Das ist schön. Aber wie gesagt, wir haben keinen Schlüssel. So, mal kurz mal rausgehen. So, also erstmal Aufnahme werden. Für YouTube, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und habt ihr gesehen? Platz 3. Ich frage mich nicht wie. Und ich wollte meine Brandbombe schmeißen, mal zugucken, wie es schön brennt. Und da habe ich schon einen Headshot oder sowas bekommen. Ja. War voll blöd gewesen. Und wollte mir auch die Rauchbombe mir mal angucken und diese, ja, wie gesagt, die Brandbombe angucken. Da war da so ein Knallerfrosch mit dabei gewesen.
und alles. Und ich habe einmal die Bombe geblendet. Voll geil. Und ich muss das kaufen schneller und gezielter wissen, was ich kaufe. Ich meine, ich weiß schon, was ich kaufe. Ich kaufe mir im Notfall immer diese komische AUG oder diese andere Dings da. Oder mit der ich schon geübt habe. Aber mal sehen. Ich muss immer dran denken, diesen Dreierschuss zu machen. Also wenigstens erstmal zur Grundübung. Dass ich mein Visier da, mein Dings hier, mein Zieldings da immer schon so in der richtigen Höhe halte, damit ich die schneller treffen kann. Weil wenn ich das anvisieren muss und dann ist bei Counter-Strike, ist diese Zeit ist schon dein Tod, kannst du sagen. Ja. Bis du jetzt dein Ziel ausgerichtet hast und geschossen hast, bist du schon tot. Das heißt, du musst schon, dein Dings muss schon auf die richtige Höhe haben oder so. Ja, das sind Zehntel, Millitausendstel Sekunden, die über deinen Headshot entscheiden. Ja, einen falschen Zuck und du bist tot. Ja? Wenn ein richtiger Pro vor dir ist, wenn du den einmal falsch anguckst, dann bist du tot. Du hast keine Zeit, irgendwas anderes zu machen. Ja? Das muss beim ersten Mal sitzen, ansonsten war es das gewesen. Da bleibt keine Zeit für Fehler. Ein Fehler, wenn du die richtigen Gegner hast, ein Fehler, du bist tot. Dann Perfektion in seiner schönsten Form musst du erlernen. Du zielst, schießt tot. Wenn du zielst, schießt nicht tot, dann bist du tot. Eine zweite Chance wirst du nicht bekommen. In den seltensten Fällen kriegst du eine zweite Chance. Wenn der Gegner natürlich so ist wie ich, dann ist das natürlich leichter. Dann hast du viele Chancen. Dann kannst du wahrscheinlich noch ein Tänzchen drumherum machen. Schmeißt noch einen Molle-Cocktail und eine kleine Rauchbombe und dann messerst du noch zum Schluss denjenigen wahrscheinlich. So wie der eine, der vorhin neben mir gestanden. Ja, der hat neben mir gestanden. So nach dem Motto, hallo, hier, guck mal, dreh dich mal um. Puh, tot. So, ich halt erstmal. Und denkt, ach so, schönes Wochenende, ja, denkt, also schönes Wochenende und lasst es locker angehen. Es wird ein langes, sehr langes Wochenende. So, jetzt.